Moin Leute, euer Undertakers Video hier und heute mal wieder mit dem guten alten Andakai. Ja, hi Leute. Jo, wir freuen uns natürlich auf unser erstes richtiges Duel-Commentary, also ja. Und wir wollten einfach nur kurz ansprechen, was auf unserem Kanal kommen wird, wann wir was bringen wollen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Ja, wir hatten vor, jeden Mittwoch immer abwechselnd ich ein Solo-Commentary, er ein Solo-Commentary, also jetzt sagen wir mal, diese Woche ich eins, nächste Woche der Kai eins und jeden Samstag dann ein Dual-Commentary. Also wir versuchen das natürlich hochzuladen, wenn nicht kommt Sonntag und wenn nicht, dann tut es uns auch leid, wenn wir zu viel um die Ohren haben, kann uns auch mal passieren. Und ja, was wollen wir für Dual-Commentaries machen? Wir wollen ja kleine Diskussionen, also Talks wollen wir machen. Mit Abwechslung mit News, was so gerade in der Welt passiert und Battles. Die Battles werden so laufen, dass wir, ja, wie soll ich das erklären? Wir spielen zusammen Uncharted und nach 5 Runden, wer da bessere, also mehr Kills hat, hat gewonnen. Da könnt ihr gerne, also da könnt ihr natürlich auch gerne gegen uns spielen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, dann könnten wir da so eine kleine Hall of Fame machen. Ja. Wäre auf jeden Fall ganz lustig, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir hätten auch Bock drauf. Jo. Und jo. Dann Kai, erzähl mal, über was du heute reden wolltest. Ja, wir haben gedacht, wir reden heute mal über Uncharted 4. Ja, der Trailer, muss ich sagen, den gibt's ja schon. Der ist für mich aber jetzt nicht so vielversprechend, weil für mich wird einfach zu wenig gezeigt und zu wenig geboten. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber reden, was wir so erwarten, was unsere Hoffnungen sind und wie das so ablaufen sollte. Jo, leg ja einfach mal los, ne? Gut, also ich fände es ja geil, wenn irgendwie, ja, auf jeden Fall muss Elena wieder dabei sein, Chloe muss wieder dabei sein und Sully auch. Cutter nicht so unbedingt, den habe ich nicht, hab ich irgendwie noch nie gemacht, keine Ahnung. Und coolsten wäre noch, wenn irgendwie Elena und Drake verheiratet werden oder so, richtig mit so einem schönen Ehering oder so. Ist ja voll cool. Okay. Und auch, ich fände es auch richtig gut, wenn es wieder ein bisschen Richtung Uncharted 2 geht. Also so von den verschiedenen Aspekten her. Das und die Rätsel könnten auch ein bisschen schwieriger sein. Jetzt nicht so krass übertrieben, aber schon ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen, auch mal ein bisschen mit Köpfchen so. Und ja, sonst könnte es ja wieder Uncharted 2 like und schön wieder schön lang und dramatisch. Uncharted 2, das war ja das Beste, die Atmosphäre und vor allem das Ende, das ist das war echt emotional. Ich habe auch teilweise geheult, ja, ich bin da so ein sensibler Mensch. Lol. Ich überhaupt nicht, also ich muss sagen, in Uncharted 2, ich habe nur die Story gezockt, ich habe überhaupt nicht online gezockt. Weil bei mir war es ja so, ich habe erst Uncharted 3 gekauft und dann irgendwie, ich glaube nach einem Jahr oder so, habe ich mir erst Uncharted 2 geholt. Ich spiele also die Story rückwärts durch, ja, das ist richtig fail, Leute. Und ja, ich fand, das Ende war eigentlich, ja, wie soll man sagen, war schon geil, Leute. Wo ihr dann in diese, ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber wo ihr dann am Ende gegen Lazarevic kämpft, das war auf jeden Fall richtig geil. Aber ich will jetzt hier nicht so viel spoilern, dass ich euch jetzt hier das Ende verrate. An die, die es noch nicht gespielt haben. Also, an alle die Uncharted 3 spielen, holt euch auf jeden Fall Uncharted 2. Also, es lohnt sich richtig, ist ein richtig geiler Teil. Hat natürlich auch seine Vorteile wie Uncharted 3 und Nachteile natürlich auch, aber jo, ich würde es euch gerne empfehlen, also. Ja, und vor allem an dem Preis von Uncharted 2 kann man jetzt auch nicht meckern. Für ja, 20€ Euro, ja. Könnt ihr es online im PSN-Store kaufen oder bei Games vielleicht sogar schon gebraucht für 15€. Keine Ahnung, also das, wenn ihr Uncharted 2 seht, das lohnt sich richtig. Das stimmt ja auf jeden Fall. Finde ich sogar besser als Beyond Two Souls, das habe ich mir letztens geholt. Ich weiß nicht, irgendwie, Uncharted 3 oder besser Uncharted 2 ist einfach besser. Ich weiß nicht warum. Kann sein, dass ich mehr so auf Spiele stehe mit Action, Ballern. Das Beyond Two Souls einfach nicht so meins, glaube ich. Aber ja, da hat jeder eine andere Meinung. Ja, das ist so. Also ich habe Beyond Two Souls nie wirklich durchgespielt. Ich habe irgendwann die Interesse verloren. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich auch nicht wirklich gefesselt. Ich weiß nicht. Also. Aber okay, da wenn wir gleich stehen. Ja, wie gesagt, so mehr nach Uncharted 2 wieder gehen und ja, wieder die
am besten auch noch ein bisschen mehr den Humor von Uncharted 1, weil der Humor war da meiner Meinung nach der beste. Da habe ich, also Uncharted 1 habe ich überhaupt nicht gezockt, muss ich dazu sagen. Also kann ich jetzt Aber keine Stellung zu nehmen. der Humor, der war echt grandios. Das war, ach, es gab Stellen, wo ich mich echt weglachen musste. Also das war so geil. Also, nee, das war Beste. Also von dem Humor her war das Beste. Also ja, ich denke, ich werde mir auch mal in der nächsten Zeit Uncharted 1 holen und dann erstmal einen Tag durchsuchten, wenn es geht. Nee, Spaß, nee, in einen Tag werde ich es nicht schaffen. Außer ich habe Ferien oder so und habe wirklich nichts zu tun. Dann kann schon mal passieren, dass ich sowas bringe. Wie in Uncharted 3. Ich glaube, ich habe das Game in 3 Tagen durchgehabt. Jo. Auf Schwierig hat es dann ein bisschen länger gedauert, aber ich habe es erst auf Normal, weil Uncharted 3 war mein erster Shooter. Ihr werdet es nicht glauben, aber ist so. Boah, du hast mir gerade den Arsch gerettet, danke. Gerne. Ja, was erwarte ich mir von Uncharted 4? Ich erwarte mir natürlich ein bisschen mehr Waffen als in Uncharted 3. Ah, okay. Weil, ne, man ist es halt von Call of Duty gewöhnt, weil ich bin auch ein Call of Duty Spieler. Du hast eine riesengroße Waffenauswahl und die hast du einfach in Uncharted 3 nicht. Das ist, Ja. ja, nicht so meins. Der kommt mit Karl, Mann, ist ja geil. Ja, gut, das stimmt allerdings. Die Waffenauswahl war echt gering. Da war die in Uncharted 2 auch deutlich höher. Das muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Und aber sonst kann man an Uncharted 2 gab es eigentlich so gut wie nichts zu meckern. Und Uncharted 3 eigentlich auch nicht. Was ich nur ein bisschen doof fand, dass ja, dass hier dieses wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ich finde, Marlow ist ein bisschen zu krass gestorben. Also so Das mal. stimmt, ja. Das war doch ein bisschen zu heftig. Das ist aber, naja. War aber genial, das Spiel. Bei Das ist dir unten ist das. gerade einer, Kai, ich wollte es nur sagen. Okay. Hab Läuft ihn. hinter mir her. Oh, cool, danke. Jo, was erwarte ich mir noch von Uncharted 4? Die Story vielleicht noch ein bisschen länger. Ich meine, die Uncharted 3 Story war schon lang, aber da geht noch was. Da geht auf jeden Da Fall geht noch noch was. was. Ja. Gerade kurz vorm Verrecken. Wir spielen hier gerade übrigens, Leute, also. Normal. Double Kill. Und ich Ja, sterbe und schon ich wieder treffe fast ihn durch sehr. Rache. Ja, Rache ist eh beste. Oh, ich fand Uncharted 2, das war das geilste Uncharted bislang. Also, Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also Naughty Dog hat ja eigentlich immer gute Arbeit geleistet, also da kann man nicht meckern. Von Das daher. stimmt, ja. Und vor allem, ich habe richtig mitgefiebert bei Uncharted 2, bei einer Stelle, vielleicht erinnerst du dich, ich sag nur Granate und Elena. Oh ja, oh ja. Weil ich bin ja ein riesen Elena-Fan und ich habe gedacht, Du willst ja nein. als Elena zu Gamescom kommen, oder was war da? Genau, wenn ich das Kostüm dafür finde, sowieso. Das Ja, wäre auf ohne jeden Fall Witz. sau nice, Mann. Wenn du da so als Elena angedüdelt kommst. Ich würde so feiern. Ach ja, wir werden übrigens auch an der Gamescom anzutreffen sein. Also falls euch es interessiert, ihr könnt dann gerne mal irgendwie mit uns treffen oder so, wenn ihr Bock habt. Wenn wir dann vielleicht ein bisschen famer werden. Ja, ich sag mal so, ich lasse es auf mich zukommen. Ja, so ist es. Oh, der hat mich mit Shotgun nicht fertig gekriegt, meine Güte. Ich bin gleich tot. Wo bist du? Hinter dir, hinter dir. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Helf mir mal bitte. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Warte, hier ist noch Danke. einer. Boom. Danke. Jo, sollen wir High Five machen? Nee, jetzt nicht! Nein! Oh, Fuck, fuck. egal. Ja, wir spielen gerade übrigens live. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber live zocken ist immer Beste, finde ich. Ja, ist so. Das sieht man dann halt doch, wie man richtig spielt und nicht immer diese ich bin einmal gut und sonst nie Gameplays. Wie man es von manchen YouTubern kennt, ich sage jetzt hier mal keine Namen. Nein, besser nicht. Ich will jetzt hier keinen Bock, irgendwie Feinde zu machen. Ist ja unnötig. Nein, das ist auch unnötig, ja. Und ja, ich weiß gar nicht, über was wir jetzt hier noch reden sollen. Groß über Uncharted 4. Ja, über Uncharted 4 haben wir eigentlich alles gesagt, finde ich. Wir können ja nochmal, worüber können wir noch reden? Ja, vielleicht, wir können ja noch über den Multiplayer von Uncharted 4 reden. Oh ja, Was Mann. erwartest du denn da so? Da erwarte ich mir, ja, was soll ich mir erwarten? Vielleicht mehr Dynamik soll ich jetzt nicht sagen. Wie soll ich sagen?
Bin jetzt gerade überlegen. Wow. Ja, bei mir ruft gerade jemand an. Ich kann jetzt aber nicht. Hier auf Skype. Das ist nicht gut. Achso. Ich stelle mich immer kurz auf beschäftigt, dann hörten die, dann hört ihr das nicht mehr, Leute. Also ich hör's nicht. Ja, du hörst auch nicht, aber im Kommentar werden sie es dann hören. Ah, okay. Ja, kann vorkommen. Mega Bombe. Kill. Joa, ja. Vom Multiplayer, was erwarte ich mir? Sag erst mal, was du erwartest. eigentlich Rache muss nicht sein. Das stimmt. Das kann von mir aus raus. Und wenn sie die Kal 7 in Uncharted 4 übernehmen sollten, dann bitte nicht im Multiplayer. Oh ja. Das wäre mein West, die West wurde ja auch nicht mehr übernommen. Also die wurde teils übernommen, aber wurde dann wieder rausgehauen. Weil keine Ahnung warum. Aber Kal gab's mal, aber gibt's nicht. Nicht was glaube ich mit Kal? West gab's mal, aber gibt's jetzt nicht mehr. Was gab's? Die West. Kennst du die nimmer? Nö. Das ist die Einhandwaffe, so ähnlich wie die Mac. Dieses Revolver da. Oh, die habe ich verpennt. Ja, genau. Ja, die habe ich verpennt. Ich glaube, ich habe auf der im Multiplayer irgendwie eine Präzision von 90% oder so. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ist total erfreulich. Ja, das stimmt. Das kann durchaus sein. Ich kann mich an die Waffe echt nicht erinnern. Das ist jetzt echt fail. Ja, eigentlich schon, aber naja, nö. Jo, jo Kai, ich würde sagen, wir beenden das hier mal, weil wir sind jetzt hier knapp bei 12 Minuten. Jo. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr es bis hier angeschaut habt, freut mich natürlich immer wieder über umso mehr, Zuschauer und Fans. Und Kommis, nicht vergessen. Jo, ja, Kommentare, ich liebe sie. Ich auch. Und jo, dann würde ich sagen, haut rein, euer Undertaker und euer Makai. Ciao, Leute. Servus. Now take it slow, relax. Turn the engine off and feel the pumping floor under your feet. Now take it slow, relax.